Die Zentralklinik in Bad Berka, unter anderem bekannt für ihre Spezialisten, wenn es ums Herz geht, plagt in den letzten Jahren immer mehr ein kleines Problem. Ein schmutziges, um genauer zu werden. Denn nicht nur die Patienten fühlen sich hoch oben in der Kurstadt wohl, auch die Schwalben. Grundsätzlich hat man in der Klinik nichts gegen die flinken Vögel. Doch es gibt Orte, da herrscht absolutes Bauverbot für die Schwälbchen. Ja, der Vogelkot ist natürlich das Hauptproblem bei den Tierchen. Die sind dort, wo sie Nester bauen, natürlich auch den Kot fallen lassen und damit Erreger, Krankheitserreger übertragen können, die dann durch Wind, Luftbewegung, geöffnete Fenster auch bis zum Patienten gelangen. Also sah sich die Klinik gezwungen zu handeln. Doch einfach die Nester entfernen, das geht nicht, denn die sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Eine Lösung musste her, denn in den letzten Jahren nahm die Schwalbenpopulation stetig zu. Mit eigenen Mitteln von etwa 35.000 Euro ließ die Klinik hoch oben auf dem Dach des OP-Gebäudes künstliche Schwalbennester anbringen. 40 sind das an der Zahl. 6 Jahre lang stehen sie bereits den Vögelchen zur Verfügung und werden auch angenommen. Das hat nicht ausgereicht. Der Bedarf, sagen wir hier, hygienisch noch mehr zu tun, hat sich nochmal fokussiert, sodass wir mit der Behörde, mit der Naturschutzbehörde nochmal gesprochen haben, um hier unsere Interessen gegeneinander abzuwägen. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Bescheid bekommen haben mit einem zweiten Schwalbenturm, den wir jetzt errichtet haben, sagen wir, die Vögel möglichst etwas vom Gebäude wegzulocken. Und so sieht er aus, der Schwalbenturm, der die Nestproblematik entschärfen soll. 35 neue Behausungen, die in der nächsten Saison hoffentlich bezogen werden. Denn billig war der Turm nicht. Auch hier musste die Klinik über Eigenmittel etwa 10.000 Euro investieren, um die Behausungen entstehen zu lassen. Und der Hersteller des Schwalbenturms hatte auch eine Idee, wie man die kleinen Flieger in die neuen Behausungen locken könnte. Es gab zwar noch ein Angebot, da eine CD mit Schwalbenstimmen einzufügen und dort über eine Autobatterie betreiben zu lassen. Die CD hatten sie Errichter mitgeliefert, aber so weit, denke ich mal, wollen wir es erstmal nicht treiben. Wir versuchen erstmal auf natürlichen Weg, dass das Haus nun auch angenommen wird. Aber die Schwalben scheinen recht helle zu sein, denn obwohl die sensiblen Bereiche mit spezieller Farbe antihaft beschichtet wurden, bauen sie weiter, an Stellen, an denen eigentlich kein Nest Halt finden dürfte. Jetzt müssen die Schwalben nur noch die neuen Nester finden und wenn sie wirklich so schlau sind, vielleicht hilft ihnen ja dann ein Wegweiser zum neuen Quartier.